Hallo zusammen. Hallo. Heute ist der 10. September. Ja. Wir haben es Mittwoch. Ja. Und wir gehen heute auf die internationale Funkausstellung hier in Berlin. Wollen wir uns denn heute angucken? Handys auf jeden Fall. Ja, Tablets. Ich möchte mir unbedingt ein... Was heißt hier unbedingt? Ich interessiere mich im Moment für Android-Tablets. Wir haben ein iPad, aber ich persönlich komme mit iOS nicht klar. Und dadurch, dass ich das ja öfter auf Akkreditierung und in der Uni und so, da wäre das schon ganz cool, wenn ich was habe, womit ich unterwegs irgendwie arbeiten kann und womit ich meine Kamera, die Spiegelreflex, extern ansteuern kann. Das würde das Filmen von Vlogs deutlich einfacher machen. Ich wollte mal zur Telekom gehen, mal gucken, was die Neues haben. Was soll's denn bei der Telekom? Mal wegen den neuen Tarifen gucken, was die so haben. Smartwatches wollten wir uns angucken. Ich habe ja hier. Genau, er hat ja die Pebble, die habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt. Genau. Aber mal gucken, was die neuen jetzt so können. Genau. Was meine nicht kann. Also, wir werden wahrscheinlich zu Samsung gehen, zu Sony. Keine Ahnung, was da noch so ist. LG, ja. Ja, LG. Motorola. Die haben ja auch neue Smartwatches vorgestellt. Na, mal gucken. Achso, und ein bisschen Kameratechnik, falls ich da irgendwas finde. Weiß ich nicht, ob sowas hier vertreten ist, so Canon oder Hama bestimmt. Also so ein bisschen Foto- und Filmzubehör. Halt alles, was man so zum Bloggen eben braucht. Achso, wir wollten uns noch Actioncams angucken. Actioncams, auf jeden Fall, die gibt es bestimmt, oder? Ja, hier wollten so wir auf Hero Bali denn schön auf dem Motorrad. Genau. Okay. Okay, na dann kommt doch einfach mit rein. Ja. Alter Schalter. Samsung haut ja auf die Kacke hier. Hört ihr mich überhaupt? Das ist hier so laut. Die ganze Halle gehört nur Samsung. Samsung! Hi! Have a nice day on Samsung. Look at this beautiful TVs we got here. You know that you can create your own television program here. That's music. You can choose your favorite singer. It's awesome, right? Enjoy your day. Bye bye. Stimmt, ich habe ja auch noch eine Samsung-Kamera in der Hand. Das macht es den Leuten hier wahrscheinlich gleich sympathischer. Wir haben jetzt hier das Samsung Note 10.1 in der 2014er Edition. Das ist eins meiner engeren Favoriten im Moment. Ich zeige euch mal warum. Zum einen hat es einen Stift, mit dem man arbeiten kann. Und wenn man den rauszieht, wie ihr gesehen habt, kommt hier so ein extra Menü, was nur für den Stift da ist. Wenn ich jetzt was schreiben will zum Beispiel, man kann es so rüberhalten. So, und ich möchte mir jetzt eine Notiz machen. Okay, also wenn man den Stift schon mal richtig in der Hand hält, dann funktioniert das ganz gut, wenn man nicht ständig auf diesen Knopf drückt. Seht ihr den? Ja, wahrscheinlich nicht. Das Coole ist, ich kann halt wirklich die Hand hier ablegen und es passiert jetzt, also ich kann so schreiben. Aber wenn ich hier so schreibe, passiert auch nichts, wenn ich die Hand ablege. Und ich kann mir halt Notizen machen. Das Ganze basiert auf Android KitKat, glaube ich. Also die neueste Android-Version. Und ist halt praktisch die Konkurrenz zum iPad, was mit iOS läuft und womit ich persönlich nicht klarkomme. Wir haben ein iPad zu Hause. Ich weiß also, wovon ich rede. Wir haben es seit 3 Jahren. Ich mag es nicht. Ich komme auch mit iPhone nicht zurecht. Wenn ich jetzt zum Beispiel nämlich unterwegs bin und ich möchte eine PDF öffnen, wie mache ich das? Ich gucke mal jetzt, ob ich mal von alleine drauf komme. Hier ist das Menü. Guck doch mal hier. Ah. Genau. So. Das wäre natürlich cool, wenn da irgendeine PDF drauf wäre. Sind nur Bilder drauf. Sehr viele Bilder. Du kannst da unten links auf Dokumente klicken. Jedenfalls, so ein Ordner hat das iPad, soweit ich weiß, nicht. Nee. Das iPad funktioniert ja ausschließlich über Apps. Wenn ich da also eine PDF habe, muss ich, wenn ich sie übertrage in das iPad, mir vorher überlegen, mit welcher App ich sie nachher öffnen möchte und sie praktisch in die App einspielen und dann die App suchen und dann aus der App heraus die Datei öffnen. Was für mich nicht intuitiv ist, weil man am Rechner auch nicht so arbeitet. Man hat irgendwo eine Datei abgelegt und dann öffnet man sie und dann wird man, wenn der Rechner es nicht automatisch macht, dann wird man höchstens gefragt, mit welchem Programm man es öffnen möchte. Und ich habe ein MacBook Pro, also von daher ist es jetzt nicht so, als wäre mir Apple gar nicht bekannt. Es ist einfach nur iOS, also das mobile Betriebssystem, damit komme ich halt nicht zurecht. Und ich finde das hier eigentlich schon ziemlich cool.
bekommt es ein Gewinn hier auch heute noch. Falls ihr mich hören könnt, hinter mir wird gerade von Samsung ein kleines Schauspiel veranstaltet, was demonstrieren soll, wie geil deren Home-System ist. Du kannst dich im Prinzip mit jedem elektronischen Gerät von Samsung ausstatten. Kühlschrank, Fernseher und Klimaanlage und Geschirrspüler und alles. Und dann kannst du praktisch alles fernsteuern über dein Samsung-Handy und auch kontrollieren, was dein Mann zu Hause macht, während du im Büro sitzt. Dazu haben sie jetzt hier deutsche Schauspieler genommen, die dann aber alle Englisch sprechen. Namen habe ich gerade vergessen, aber das Gesicht durfte ich ja erkennen. Da ist dann noch eine Kamera, die das alles mitfilmt und das direkt über die Bühne praktisch auf ein Display projiziert. Ja, und überall stehen halt hier diese netten Hostessen. Seht ihr die? Warte, da. So wie da. Oder wie den ihr gerade eben gesehen habt. Naja, die machen hier eine riesen Show. Die haben den kompletten City Cube reserviert. Zwei riesige Hallen voller Samsung. Das ist echt oberkrass. So, jetzt zeige ich euch mal meine Kamera. Das ist nämlich genau die hier, die ich jetzt gerade in der Hand halte. Auch genau in dieser Farbe. Und das ist eine Systemkamera, weswegen man die Objektive vorne austauschen kann. Und was ich besonders cool an dieser Kamera finde, ist mal abgesehen von der Farbe, das klappbare Display. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich es gekauft habe. Und jetzt seht ihr mich nämlich beim Film. Weil beim Bloggen unterwegs ist halt klein und leicht und ich kann mich halt selbst im Display sehen. Das heißt, ich filme nicht aus Versehen irgendwie einen abgehackten Kopf die ganze Zeit. So, jetzt haben sich die beiden mal wieder. Der Samsung-Promoter und Matthias streiten jetzt irgendwie über die Sinnigkeit und Nichtsinnigkeit von 4K-Displays und welche technischen Gimmicks so ein Tablet überhaupt braucht. Ich weiß auch nicht, was mit Matthias gerade los ist, weil normalerweise findet er das alles total geil, wenn die das alles können, auch wenn es kein Schwein braucht. Er findet jetzt plötzlich super Amuletto. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist gerade einfach nur in Streitlaune. Jedenfalls werde ich gleich mal zum Samsung Infopoint gehen und mich mal erkundigen, wie es denn mit Garantie, Gewährleistung, Support, Service ist, wenn wir am anderen Ende der Welt, in Indonesien, Bali, dann mit unseren Geräten rumhantieren. Bei Apple wissen wir ja, dort gibt es auf Bali einen Apple Store. Wenn iPhone oder iPad oder MacBook Geist aufgeben, gehen wir dort in den Shop und lassen uns helfen. Aber wie das bei Samsung ist, wissen wir nicht. Und da ich ja nun mal eine Samsung-Kamera und dann vielleicht auch bald ein Samsung-Tab habe, wird das schon interessant. Ich hätte die beobachtet von den Promotern. Ja, die freuen sich ja alle, dass ich hier mit der Samsung-Kamera rumrenne. Deswegen finde ich es unsinnig, da sowas einzubauen. Ist schon schick, und dass man so eine Tastatur dran klatschen könnte, ist auch cool. Ich meine, gibt es bei iPad auch. Aber was mich eigentlich interessiert, ist eher, wie kriege ich es hin, selber solche Sachen zu fotografieren oder zu filmen? Ist das nicht super geil? Seht ihr, ich brauche ganz viel Technik und ganz viel Wissen, um selber euch dann aus Bali solche Bilder liefern zu können. Leider könnt ihr jetzt über mein Display nicht sehen, wie geil die Bilder hier wirklich aussehen, dadurch, dass es hier halt runtergerechnet wird. Nachdem der Fotomensch von Samsung mich ein bisschen durcheinander gebracht hat, was die Tablets angeht, habe ich mich dann nochmal von allwissenden Mädels beraten lassen, die sehr cool waren. Und jetzt bin ich doch ziemlich heiß auf das Galaxy Tab S, das neueste Modell von Samsung. Das ist schon ziemlich cool. Andererseits hat das halt eben kein Stift, also das muss ich mir dann echt überlegen. Man kann aber bis zu 8 Benutzern dort anlegen, was halt praktisch ist, weil die Kinder ja auch ganz gerne mal mit dem Tablet spielen. Und es hat halt einen ziemlich coolen Kindermodus. Und durch den Fingerabdrucksensor gibt es halt auch keine Chance für die Kinder, das Ding zu knacken. Und es sieht halt echt edel aus. Also ich konnte da natürlich jetzt nicht so gut mitfilmen. Aber ich zeige euch jetzt mal das neue Note 4, das interessiert mich mal hier. Also vor euch seht ihr das allerneueste Handy von Samsung, das Galaxy Note 4. Es gehört zu der Kategorie Phablets. Ihr seht, das ist einfach riesengroß. Das ist wirklich. Mit 5,7 Zoll ist es halt kaum kleiner als die aktuellen kleinen Tablets. Also wie zum Beispiel ein iPad Mini hat 7 Zoll, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, also es ist nur 1,3 Zoll kleiner als dieses Handy. Es ist halt ein Hybrid zwischen Smartphone und Tablet. Und für die, die halt gerne viel unterwegs mit dem Handy arbeiten und nicht zusätzlich noch ein Tablet haben wollen, ist das halt eine Alternative. Das ist auch in etwa die Größe, die das neue iPhone 6 Plus hat, ne? Oder? Aber es hat 5,5. 5,5, es ist also minimal kleiner als das hier. Und wie findest du es bis jetzt? Riesig. Ja, riesig. Okay, aber du willst dir doch das iPhone 6 holen, oder? Das 6 oder das 6 Plus? Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich mach gerade erstmal einen Speedtest. Oh. Mit WLAN. Nee, das ist 4G. Ach so. 50er, das ist ein Telekom-SIM. LTE. Das ist eine Telekom-SIM-Karte drin. Okay. Machen wir mal LTE-Test. Das ist richtig fett schnell. Naja, 50.000er Leitung ist schon nicht schlecht, ja. Schneller als was wir zu Hause haben. Und 10 Mbit Upload. Also mit einem vernünftigen Vertrag lässt sich damit schon arbeiten, ne? Ja. Unterwegs. Ja. Ist schon nicht schlecht. Also was haben wir gerade Cooles über das Note 4 gelernt? Das ist ein cooles Handy für zum Beispiel Studenten, weil man ziemlich cool damit zum Beispiel die Tafel oder Folien von den Profs abfotografieren kann, weil dieses Handy eine Funktion hat, mit der sie den Winkel ausrechnen kann und das total cool als PDF irgendwie weiter bearbeitbar abspeichert und man dann keine komischen schiefen Fotos dann offen hat, sondern man sieht das richtig als Datei. Sehr coole Sache. Und das ist eine neue Funktion, die die Tablets auch haben. Snapnote heißt das. Siehst du, genau das sind nämlich die ganzen Sachen, finde ich, die irgendwie nie so richtig erwähnt werden in den ganzen blöden Technik-Blogs. Die schreiben dann nur noch, wie lang der Penis von diesem Ding da eigentlich ist. Das hat einen Snapdragon, schieß mich tot, mit dem genau, der andere Vorbei der Snapdragon, bla bla. Und hat ein bla 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 bla. Aber wen interessiert denn das im Real Life? Ja. Im Real Life ist es, wann kann ich dieses Handy in welcher Situation wie benutzen? Und das wird nie erwähnt. Und ich darf es nicht filmen, es tut mir leid, ihr müsst jetzt die ganze Zeit mich sehen. Aber ich muss jetzt mal eine Lanze für die Mädels hier brechen. Die haben ja alle viel mehr Ahnung als die Jungs. Die labern ja alle nur, welcher der und AMOLED-Display und schieß mich tot und wer hat hier den längeren und wer hat mehr Recht. Aber voll informativ ist es überhaupt nicht. Also wenn ihr zu Samsung auf eine Messe geht, dann haltet euch an die Mädels, die wissen, können euch wenigstens erklären, wozu man den ganzen Scheiß braucht. Und nicht, wie lang der Penis in dem Teil ist. Oder wie lang euer Penis damit wird. So, ich gehe jetzt. Ich suche das Edge. Das hat nämlich besonders langen Penis. Wir sind jetzt beim Samsung Galaxy Note Edge, heißt das genau genommen. Und ich darf es ja nicht filmen, aber jetzt habe ich kurz ein Foto gemacht, das darf ich. Und ich hoffe, ihr könnt es auf dem Bild erkennen. Das Besondere daran ist halt, dass es ein offenes Display hat. Das ist echt cool. Das Display geht praktisch um die Ecke und am Seitenrand, genau, sieht man dann halt so kleine Benachrichtigungen. Es soll angeblich sogar Spiele geben, die nur auf dieser komischen Ecke laufen. Ja, oder Schrittzähler, Wetter, lauter so Gedöns. Die Hülle ist dann auch so, dass praktisch dann die Seite, diese Ecke offen bleibt und ihr alle eure Benachrichtigungen, wenn Anrufe eingeht oder sonst was, das seht ihr dann halt alles auf der Ecke. Die ist dann praktisch so wie so ein, wie nennt man das nochmal? Bei den Nachrichten, das was dann da so durchläuft hier. News, so ein News-Stream. Ticker, wie so ein Ticker. Genau. Schon eine coole Sache, es ist minimal kleiner als das Note 4. 0,1 Zoll. Und das Allergeilste an der Geschichte ist, es wird in Deutschland gar nicht verkauft, also weiß ich gar nicht so genau, wozu wir uns das angucken. Dann von, was ist jetzt Spahn. Handy entdeckt, das Samsung Galaxy Alpha. Ja. Das ist das S5 mit Echtmetallrahmen, wie man hier sieht. Und auch noch flacher. Unglaublich. Okay, das habe ich irgendwie verpasst, das habe ich nie mitgekriegt, dieses Handy. Ja, das habe ich ein bisschen gelesen. Aber ein bisschen Nerven tut, wenn man hier rüber streicht, merkt man hier den Rahmen. Also es ist im Grunde das S5 nur besser. In Metall. Und leichter. Schlanke, leichter, dieses leichteres Design. Kostet aber genauso viel in etwa, ne? 550 Euro, ja. Und es hat LTE noch viel schneller, als es eigentlich schon ist. Wir sind ganz aufgeregt hier. 300 Mbit kann LTE. Ja, hat kein Schwein, braucht kein Schwein, aber es hat. Das G-Speed, dieses Handy, ist released worden vor 2 Monaten ungefähr. Und ich hatte es vorbestellt, ich war also einer der ersten, die es hatte. Habe es aber zurückgegeben, weil es doch arg Softwareprobleme gab. In den ersten 3 Tagen ist das Handy regelmäßig einfach ausgegangen. Was dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel zu einer Akkreditierung fast zu spät gekommen wäre.
weil ja, ich das Ding halt als Wecker benutze. Ich hatte nur das Glück, dass die in Berlin war und ich zu Hause übernachtet hatte und dadurch schon Matthias Wecker gehört habe. Ja, aber für ein 600-Euro Handy, und so viel hat es mich gekostet, ging das gar nicht, und deswegen habe ich es zurückgeschickt. Und jetzt sehe ich gerade, und jetzt guck mal drüben, das G2 kostet 100 Euro weniger. Meins. Ja, das ist eigentlich Matthias aktuelles Handy, aber das ist im Urlaub kaputt gegangen. Mal wieder. Es lässt sich halt nicht mehr anschalten, beziehungsweise es startet sich ununterbrochen neu. Er hat es jetzt eingeschickt, mal sehen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass es kaputt ist. Nicht so, so hier cool. Ist nochmal das G2 Mini. Genau, das ist das gleiche Handy in einer kleineren Zoll. Version. Wenn man sie nicht direkt nebeneinander sieht, sieht man nicht, dass es kleiner ist. Kommt man so nebeneinander? Ja gut, also ihr seht mal, Mini ist so relativ, ne? Wirklich kleiner ist es auch nicht. Also es ist, aber das ist deine Handygröße, was du jetzt hast. Ist das meine Handygröße? Das ist 4,7 Zoll, ja. Ja, stimmt. Hey. Also für mich ist das auch eine echt gute Größe. Ich mag Handys. Und das G3S mit 5 Zoll Display, was ja wirklich riesig ist, kostet 332. Das hat 5 Zoll? Das hat 5 Zoll. Okay, ist immer noch ein großes Handy. Ja, nimm's mal in der Hand bei dir, da sieht man ja erstmal, also bei mir ist es okay, in deiner Hand ist es... Kleine Frauenhand, lässt sich nicht mehr, also, Hilfe, Dann nimm mal das... Aber es ist totschick, hallo, die Farbe gefällt mir voll gut. Mit einem nur noch das 5,5 Zoller. Ja, das geht gar nicht mehr. Also es war mitunter ein Grund, warum ich es zurückgegeben habe. Das ist einfach zu groß für mich. Es passt in keine Hosentasche mehr, es ist überhaupt nicht handlich. Und wenn es dann auch noch dauernd ausfällt, absolut uncool. Was ich aber sehr cool an dem Handy finde, ist, dass es halt auch einen austauschbaren Akku hat. Es sieht metallisch aus, ist aber Plastik, dadurch ist es sehr leicht. Und es ist einfach schick und stylisch und hat ordentlich Power. Naja, das ist nicht mehr so... Ich hatte das mit der 3 GB RAM-Variante, das ist das, was Tablets heutzutage... Guck mal, aber das hat ja halb so starken Prozessor bloß, das kleinere. Ja, aber ehrlich, das reicht für die meisten Leute auch. Ja. Das ist ein Einsteiger-Handy. Ja. Mit Motorola habe ich mich überhaupt nicht befasst, von daher keine Ahnung. Aber es sieht aus mit wie Holz. Holzrückwand, Walnut-Finish, Walnuss. Das ist so Motorola, wurde ja von Google gekauft, wurde jetzt weiterverkauft, aber... Das gefällt mir ja gar nicht. Aber das hat auch ein fast cooles Android drauf. Reicht aber für die meisten, 315 Euro. Das ist vollkommen okay. Ja, aber wenn ich die Wahl habe zwischen dem hier für 315 und dem G3 Mini, würde ich das G3 Mini nehmen. Okay, Google. Da ist er. Scheiß auf Siri. Und wieder habe ich hier am Wickel ein Samsung Galaxy Tab S. Das, was ich mir vorhin auch angeschaut habe, eins der heißen Favoriten im Rennen um mein neues Tablet-Dasein. Super dünn. Und wirklich totschick. Also ich finde das in der Farbe richtig geil. Am Stand vorhin habt ihr das gesehen mit einer anklippbaren Tastatur, die man dann praktisch ja auch dann als Schutz für das Display benutzen kann. Man klappt es halt zu und hat halt ja Netbook, wenn man so will. Die Tastatur kostet ungefähr 100 Euro. Kann man haben, muss man vielleicht nicht unbedingt, muss man eben wissen. Die wiegt natürlich auch einiges. Ja, hat halt viele Funktionen. Hier der Kindermodus, den finde ich ganz geil. Weil unsere Kinder, vor allen Dingen Alessio, natürlich auch gerne mit dem Tablet rumspielt. Und eigentlich wollte ich mir jetzt kein Tablet holen, damit er damit rumspielt. Aber diese Funktion hat halt unser iPad einfach nicht. Und das ist irgendwie auch ganz süß. Also dann kann man es, wenn die Zeit dann nämlich die voreingestellte Zeit abgelaufen ist, kann das auch nicht mehr einschalten, weil das Ding hier hat einen Fingerabdrucksensor. Nee, das nicht. Doch, das ist das Tab S, das hat einen Fingerabdrucksensor. Das finde ich schon very, very nice. Und es hat ein wirklich schickes Display und ja, auch einfach ein Betriebssystem, das ich gewohnt bin und mit dem ich arbeiten kann. Customer Support hat mich jetzt auch nicht viel schlauer gemacht. Sollten sich meine Samsung-Geräte auf Bali von mir verabschieden, dann muss ich halt den Support vor Ort irgendwie versuchen zu kontaktieren. Könnte aber schwierig werden mit einem europäischen Gerät in Indonesien, weil die da ganz anders gebaut sind. Herzlichen Dank auch. Jedenfalls habe ich schon mal vorsorglich für den Fall, dass meine Geräte kaputt gehen und ich die Nerven verliere, Gummibärchen von Samsung gekriegt. Toll, oder? Und weil meine Kamera ja im Urlaub auch schon kaputt war, habe ich extra viele Gummibärchen gekriegt. So, und jetzt haben wir Hunger.
gelangweilt rum. Ihr seht auch vielleicht so hinter mir jetzt, es ist hier total leer. Also, was heißt hier leer? Aber, na doch, leer. Also dafür, dass das hier so eine Messe ist, ist es ziemlich leer. Eigentlich ganz cool, weil man eigentlich so ziemlich überall an jedem Stand alles anfassen, antatschen kann und sich sofort überall beraten lassen kann. Und man hier auch nicht so eine Hitzewallung kriegt oder Platzangst oder sonst irgendwas. So, und hier haben wir GoPro. Und damit ihr mal seht, was wir hier so meinen, was wir vorhaben, so zu filmen, okay. Glaubt man nicht, dass ich auch nur ansatzweise so cool surfen werde. Stellt euch einfach eher vor, wie die Olle da mega auf die Fresse fällt und ihr euch dabei totlachen könnt. Das wäre dann vielleicht ich. Mit einem weniger sexy Body und so. Aber mit extrem viel Fun-Faktor. Hahaha. Ja, also das sind halt so Action-Camps, ne? Die kannst du dir irgendwie an Helm schnallen oder an die Brust oder ans Auto, an den Motorroller, ans Fahrrad, woran auch immer. Und dann halt einfach so richtig coole Aufnahmen mitmachen. Und da wollten wir uns hier mal ein bisschen informieren. Hey Maria, falls du dieses Video siehst, ich hab da was für dich. Guck mal, hier. Falls du das siehst, gib mir einen Daumen hoch. Oder einen Kommentar. Oder beides. Ja, ich habe mir auch gerade die Tablets angeguckt, das Z3 Compact, das neueste, was hier erst auf der IFA vorgestellt worden ist, und das Z2, was etwas größer ist und ich glaube ein Jahr alt oder ein halbes oder irgend sowas. Ja, ich habe ein bisschen damit rumgespielt, ich habe mir das von der Promoterin ja erklären lassen, aber ja, also Sony scheint definitiv nicht für meine Zwecke geeignet zu sein. Es ist im Grunde genommen fast genauso wie ein iPad. Das hat kein Multitasking, also Multitasking nehmen sie schon, aber keine Multi-Windows, also ich kann nicht wie auf dem Laptop oder so wie es bei Samsung kann, mehrere Fenster nebeneinander legen und dann damit arbeiten. Was ich zum Beispiel gerne hätte, ist PDFs direkt bearbeiten oder wenigstens PDFs öffnen und mir daneben dann Notizen noch machen können, als von mir aus ein zweites Dokument, was ich aber direkt daneben sehen kann. Das alles geht halt eben nicht. Zumindest nicht bei Sony, nicht bei Apple und auch bei sonst keinem, den ich kenne. Und auch, also sicherlich geht es wahrscheinlich über irgendwelche Umwege, Spezial-Apps, Tipps und Tricks und weiß ich nicht, wie man das irgendwie vielleicht Hintertürs machen kann. Irgendwie haben wir dann alle ganz toll demonstriert, was für einen tollen Taskmanager sie haben. Das kennt ihr alle von euren Handys. Man drückt da halt diesen einen Knopf und dann sieht man halt alle offenen Fenster und kann dann einen auswählen. Aber man kriegt dann immer nur ein offenes Fenster. Es gibt immer nur ein Fullscreen. Und das mag ich nicht. Das hatte bei Samsung das Note 3 schon, dass man viele kleine Fenster aufmachen kann, was ich auf einem Handy jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll und nötig finde. Dadurch, dass das Display so klein ist, brauche ich keine 10 Fenster nebeneinander. Aber auf einem Tablet, mit dem ich unterwegs arbeiten will, finde ich das schon gut. Siehst du das auch so? Irgendwie ja, wir sind hier auf der IFA, auf der Technikmesse und ich laber euch die ganze Zeit voll. Ja. Mein werter Herr ist hier voll leise und so, obwohl das ja hier eigentlich sein Revier ist. Du hast mich ja hier... Ja, es tut mir leid, das Gelaber ist meins, deswegen übergebe ich jetzt an den Matti. Ich habe nichts mehr zu sagen. Doch, klar hat er was zu sagen. Er darf euch jetzt seinen ganzen Technik-Nerd-Kram an den Kopf werfen. Auf geht's. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben nicht alles gesehen. Weil wir waren jetzt 5 Stunden da, haben an der Technik rumgespielt, an den Geräten und jetzt reicht es langsam. Also ich war früher sehr oft hier, hat sich leider nicht geändert, es ist immer noch das Gleiche. Es werden halt neue Geräte ausgestellt, man kann dazu auch eine Zeitung lesen oder in Nachrichten erzählen sie ja auch mal alles dazu und man sieht sie halt. Bloß die Geräte kann man ein bisschen dran umstehen, sieht wie groß sie ist. Die Promoter erzählen eigentlich nicht mehr, als was sie in den Nachrichten auch erzählen. Ja, wenn man halt mal an einem Gerät interessiert ist, kann man hier halt hingehen und sieht alle Anbieter, was die eigentlich die gleichen Geräte herstellen, was man aber so im Elektromarkt oder so nicht sofort auf Anhieb sieht. Die haben 3-4 Hersteller und das war's. Und hier kann man sich halt die ganze Produkttoilette von mehreren Herstellern angucken und wirklich aktiv vergleichen. Also dafür ist es gut. Aber ansonsten, ja, wir haben einen Überblick bekommen. Es gibt, Lenovo hat sehr viele Handys und Geräte vorgestellt, die meines Erachtens noch nicht
auf dem deutschen Markt so angekommen sind. Viele kleine chinesische Hersteller waren da, war mal interessant, deren Geräte zu sehen und zu sehen, dass die eigentlich wirklich gut sind und flüssig laufen und zu einem viel günstigeren Preis als die Premium-Hersteller. Wir sind jetzt auf dem Heimweg mit den Berliner Verkehrsbetrieben. Mit der BVG, oh, Schwank. Da brauchst du dieses Schwank von Roller, dieses Dings da, Bums da, Handteil. Das macht man um eine Actioncam rum und das Gerät gleicht elektronisch die Wackelhandbewegung aus und dadurch bleibt die Kamera immer gerade. Sehr geil. Das war wirklich cool. Ja, also mir hat es gefallen auf der IFA. Ich fand es ganz cool, da irgendwie mal einfach mal ein bisschen alles zu sehen und ich glaube zu wissen, welches Tablet ich mir zulegen werde, will, wie auch immer. Es wird wohl auf Samsung hinauslaufen. Es ist dann halt wirklich nur noch die Frage, welches von beiden. Das Note mit dem Stift oder das neuere und schlankere und leichtere Tab S. Weiß nicht, glaube ich, nehmen die beiden jetzt nicht so viel, müsste ich nochmal nachgucken. Die nehmen sich auch nicht weltbewegend viel zu einem iPad, oder? Das ist, glaube ich, alles so eine Preisklasse. Ja. Also irgendwas über die 400, ab 400 Euro aufwärts. So. Ja, die Handys fand ich jetzt alle nicht so spektakulär. Da habe ich auch jetzt nichts gesehen, wovon ich noch nichts großartig wusste, außer das halt G3 Handys. Mini. Aber pff, ja, okay, sind halt Handys. GoPro? Fandst du cool? Also jetzt so nochmal einen Überblick zu bekommen, auch zu sehen, wie die Fotos aussehen. Die sind echt super. Ja, es hat halt Ultraweitwinkel, ne? U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße, Goldstraße. Das ist schon cool zum Fotografieren. Das ist halt nicht wirklich gedacht. Man kann halt Schnappschüsse machen, aber es macht nichts. Ist ja auch total okay. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ob wir uns jetzt wirklich eine GoPro oder eine andere Actioncam zulegen, wissen wir aber noch nicht genau, oder? Nee, das ist noch. Also, es ist nicht unwahrscheinlich. Die GoPros sind ganz schön teuer. Dafür gibt es auch kein Zubehör. Da muss man alles dazu kaufen. Genau, also, selbst wenn wir jetzt die 25% Rabatt im Anspruch nehmen, kostet die GoPro in der allereinfachsten Variante knapp 190 Euro. Und dann müsste man halt noch Zubehör kaufen, um die überhaupt an irgendetwas befestigen zu können. Sonst macht sie ja überhaupt keinen Sinn. Weiß nicht, mal gucken. Da müssen wir uns noch schlau machen, ob es da noch Alternativen gibt. Wenn ihr Bock habt, lasst uns das wissen, wenn euch das interessiert, dann werden wir darüber auch Blogposts, Videos, was auch immer verfassen. Ich werde wahrscheinlich auch ein Video darüber machen, wenn ich dann irgendwann mal ein Tablet habe. Mal ein Vergleich zwischen den beiden Betriebssystemen, also wo liegt der Unterschied zwischen Android-Tablets und iOS-Tablets. Ich glaube, da ist schon in der Anwendung schon einiges unterschiedlich. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr mal einen Einblick darin gekriegt habt, was es auf der IFA so gibt, ob es sich eventuell lohnt für euch, dann nächstes Jahr auch hinzugehen oder ob ihr es lieber lasst. Und jedenfalls sind wir gerade dabei, unser komplettes Layout vom Blog komplett zu überarbeiten. Völlig neu anzuordnen, damit ihr euch da besser orientieren könnt, besser suchen könnt, alte Beiträge, neue Kategorien. Und es wird auch in Zukunft die Kategorie Technik geben, wo wir dann zum Beispiel auch dieses Video vermutlich einordnen werden, wo wir Reviews machen werden über unsere Technik, die wir dann auch mit ins Ausland nehmen werden, um dort zu filmen, zu texten, zu arbeiten, sowas auch immer. Und also wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann geht auf jeden Fall auf geht doch am besten hier auf diesen Link. Das ist unser Blog. Und ansonsten könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. Am besten auch hier. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.